Ein weiterer großer Sieg für die AfD. Die Corona-Impfpflicht bei der Bundeswehr ist endlich gefallen. Schaut euch an, wie bis zuletzt noch Pistorius und Lauterbach versucht haben, die Impfpflicht im Bundestag zu verteidigen. Sie haben gerade allen Ernstes hier behauptet, dass die Corona-Impfung vor Ansteckung und Weitergabe schützt. Ich zitiere jetzt einfach mal das Ärzteblatt beispielsweise, das sagt, eine Impfung hat die Kontakte während der ersten Omikron-Welle nicht vor einer Ansteckung geschützt. Wie haben Sie sich tatsächlich mit dieser Impfung überhaupt auseinandergesetzt? Oder verordnen Sie hier den Soldaten etwas, von dem Sie nicht mal wissen, worum es sich handelt? Um es nochmal klarzustellen, die Covid-19-Impfung ist der effektivste Schutz vor schweren Krankheitsverläufen und vor Tod und gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zur Senkung des Risikos von Ansteckung und Weiterverbreitung. Nun haben wir weiterhin in einem Bereich in Deutschland diese Impfpflicht, nämlich bei einer besonders gesunden Gruppe, nämlich der Bundeswehr. Dort meine Frage an Sie als Gesundheitsminister, halten Sie es für vertretbar, dass dort der Tod als Folge der Impfung in Kauf genommen wird bei einer besonders gesunden Gruppe im Rahmen der Impfpflicht? Hat der Bundesverteidigungsminister das Richtige gesagt. Ich stimme ohne Veränderung, ohne Ergänzung zu und schließe mich seiner medizinischen Einschätzung auch vollumfänglich an. Um Himmels Willen. In einem Schreiben an das Bundesverwaltungsgericht in einem der Prozesse von den Soldaten, die gegen diese Corona-Impfpflicht geklagt haben, hat die Bundeswehr nun bekannt gegeben, dass die Corona-Impfpflicht bei der Bundeswehr aufgehoben wird. Es hat einen mutigen Soldaten gebraucht, der bis vor das Bundesverwaltungsgericht gezogen ist, der hohe Kosten nicht gescheut hat, um nicht nur für sich persönlich, sondern für die Allgemeinheit diesen Kampf für die Freiheit zu erringen. Und dort haben die Anwälte sich dann auf unsere kleinen Anfragen, auf die Anfragen ans Verteidigungsministerium, ans Gesundheitsministerium bezogen, auf unsere Anträge im Deutschen Bundestag letztlich hat das Bundesverteidigungsministerium dann klein beigegeben und hat jetzt verkündet, dass die Corona-Impfpflicht bei der Bundeswehr aufgehalten wird. Ich freue mich. Das ist ein guter Tag für die Freiheit in Deutschland. Es darf nie wieder passieren, dass wir die jungen Menschen in diesem Land zur Genspritze zwingen, nur weil sie einen Dienst fürs Vaterland verrichten. Wir von der AfD sind die einzige Partei, die ihr Wahlversprechen von 2021 gehalten hat. Wir haben uns in den letzten 3 Jahren konsequent gegen diese Impfpflichten gestellt. Erst die allgemeine Impfpflicht im Deutschen Bundestag zu Fall gebracht, obwohl 16 Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler diese wollten. Und wir haben jetzt auch die Impfpflicht bei der Bundeswehr zu Fall gebracht. Ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, die sich in dieser Zeit an unsere Seite gestellt haben, die mit Schreiben an das Bundesverteidigungsministerium, an das Bundesgesundheitsministerium Druck erzeugt haben. Gemeinsam sind wir stark und gemeinsam werden wir in diesem Land noch viel Gutes erreichen. Und wir wissen, dass es viele Freiheitskämpfer draußen auf der Straße gibt, gute Juristen, die uns zur Seite stehen, die diese Sachen in die Gerichte bringen, mutige Bürger, die durch alle möglichen Instanzen durch für ihre Freiheit kämpfen. Wir werden gemeinsam dieses Land gestalten und destruktive Kräfte wie Pistorius und Lauterbach werden irgendwann zur deutschen Geschichte gehören.